Willkommen zurück zu Let's Play. Wow. 4. Ja, diese Soldaten fetzen sich offensichtlich mit den Klonen. Und wir gucken gelangweilt zu. Und er guckt mich an und will auf mich schießen. Junge, du hast größere Probleme. Da sind Klonsoldaten. Guck mal. Auf mich anzugucken. Fisch. Okay, jetzt reicht's. Jetzt bring ich sie alle um. Zeitlupe. Die Soldaten haben es gut erkannt. Das ist kein normaler Soldat. Stopp! Das erklärt auch, warum ich seine Schritte so gut gehört habe. Geronimo! You fuck nugget! Bauch geschossen, du bist tot und dir fehlt mir auch noch was. Noch jemand? So, Rüstung einsammeln. Ja gut, dann fahren wir halt einfach mit dem Aufzug. Oder auch nicht. Offline. Hey, Moment, das Tor ist aufgegangen. Hallo! Shit, Shadow scheint hinter dieser Alice Wade hier zu sein, die Bishop erwähnt hat. Offenbar wieder zum Verwaltungsgebäude. Sie müssen sie vor ihm finden. Vielleicht kann sie uns sagen, worauf Vettel es abgesehen hat. Das wird sie uns, glaube ich, nicht sagen. Die Musik sagt eigentlich schon wieder, dass Feinde in der Nähe sind. Hängen die da unten rum? Nein? Okay. Wenn ihr feindliche... Ja, da vorne sind sie schon. Du Arschloch. Kill the fire. Ey, hört doch mal auf. Werdet doch nicht so... Also draußen sind schon mal schwer bewaffnete Soldaten, das ist schon mal nicht gut. Das ist eigentlich gar nicht gut. Jetzt haben wir zwar von der Nachricht nicht viel mitbekommen, aber es geht ja auch gerade eigentlich mehr oder mehr übers Überleben. Und die Tatsache, dass wir nicht sterben wollen. Und die Tatsache, dass andere dafür sterben werden, dass wir nicht sterben wollen. Pistole, ja klar, als wenn ich jetzt noch mit der Pistole durch die Gegend renne. Geh mir auf den Sack. So einfach läuft das. Liebe Leute, die Verhandlungen sind vorbei. Jetzt gibt's mit der großen Kelle. Ich meine, die wissen ja sowieso, dass ich da bin. Ach, du schon wieder. Fühlen sich zwischendurch auch so skelettiert.
Ein bisschen Rüstung hier. Aber mir fehlt es an Medipacks und das ist ein wenig störend. Hey! Uns ist doch gut. Freundliche Kampfroboter. Ach du Scheiße, ist ja schnell. Holy balls! Ah, nein, 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 nein. Fuck. Ja, Slow-Mo can help you. Mhm. Hab ich ja gemerkt. Shit, Fetcher scheint hinter dieser Alice Wade hier zu sein, die Bishop erwähnt hat. Offenbar wieder zum Verwaltungsgebäude. Sie müssen sie vor ihm finden. Vielleicht kann sie uns sagen, worauf Fetcher es abgesehen hat. In erster Linie muss ich erstmal gucken, dass mich dieser Roboter-Typ nicht umbringt. Das ist erstmal Priorität Nummer 1. Habt ihr es gehört, Junge? Da war deine eigene Granate, die du geworfen hast. Wie kannst du die nicht gehört haben? So langsam wird's ein bisschen blamabel. Zack. Hier immer mit eurem... Oh, shit. Ich weiß, dass ein großer hier in der Nähe ist. Oh. Nun werdet doch nicht gleich so auffällig. Oh, shit. Das funktioniert doch ganz gut. Manöver. Au, 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 au. Das hat ihm Kopfschmerzen bereitet. Na, kommt noch jemand? Dum-dum-dum. Pam-pam-pam. Es kommt keiner mehr. Hätte ich mal mehr AK... Ach, AK sag ich schon. Munition gehabt. Den Eindruck, die mögen mich nicht so ganz.
Zack. Schnell besser an Waffen wechseln. Au. Aha. Und wieder tot. Na, das lief ja fantastomatisch. Okay, machen wir es jetzt einfach schnell. Oh, ich habe sogar getroffen. Fuck yeah. Hier drin waren auf jeden Fall noch ein paar. Und die werde ich jetzt töten. Erstmal sammle ich auch das Medipack ein. Medipack tut gut und ist wichtig. Denn danach fühle ich mich so richtig wohl. Och, Bro, verlier doch nicht direkt den Kopf. Oh. Dude, verlier doch nicht direkt den Körper. Hm. Das wird mir die Firma krumm nehmen, wenn sie am Ende die Reinigungskosten haben. Dann heißt es wieder, ja, sie schicken diese Spezialeinheiten zu uns in die Firma und die nehmen alles auseinander. Geh weg, lass mich. Stirb. Was hast du davon? Du sowieso. Glaubt man nicht, dass ich dich vergessen habe. Du Sacknase da mit deiner Bescheuertheit. Ach, das war ein direkter Treffer. Warum existierst du noch? Genau, ihr müsstet eigentlich alle längst nur noch dampfende Skelette sein. Ohne Freude im Leben. Naja, wie dampfende Skelette nun mal so eigentlich üblich sind. Direkt in den Schritt. In deine Robo-Eier. Au. Kein Grund, direkt mit Raketen hier regnen zu lassen. Jetzt werd doch nicht direkt so ausfällig. Ja, klar. Der macht direkt eine Mega-Kombo und ich bin schon wieder tot, ey. Okay. Jetzt reicht's mir vollkommen. Jetzt ist Feierabend. Jetzt wird gemordet. Fettler, hat deine Mutter abgesehen. Was schreit ihr denn? Das tut doch gar nicht weh. Ich treffe euch doch nur ein bisschen. Du lebst noch. Du bist mutig. Lebst immer noch. Du bist der Erste, der mindestens 20 Schüssen aushält. Oh, hat das gebrannt? Das tut mir aber leid. Oh, den habe ich aber gut erwischt. Also das wird sich sein Stammbaum merken für die Zukunft. Ja, hier. Yahoo! Dum, 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 dum. Rollen, rollen, rollen.
Hier schaltet niemand mich aus. Hast du das verstanden, du Bauer? So läuft das hier. Ich hab hier das melden und ihr gar nichts. Ihr seid nur die Typen, die mir Kuchen bringen, wenn ich danach verlange. Habt ihr mich verstanden? Kuchen. Jetzt wurde ich schon von denen getötet. Jetzt wird's langsam lächerlich. Ultimative Suckage. Ist er tot? Ja. Im Hintergrund meines Let's Plays muss ich mir übrigens anfeindende Sprüche anhören, die noch ein Nachspiel haben werden. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob man das hören konnte, aber ja. Ich werde hier attackiert. Nicht nur von Klonsoldaten. Nein. Medipacks, Medipacks. Ich hab dich schon gesehen. Du brauchst gar nicht so tun, als ob du da in Deckung rennen kannst oder ich das merke. Zack, tot. Zack, tot. Ey, du lebst ja noch, du lebst ja noch. Jetzt ist er tot. Und... Hoppsala! Bist du dir deines Lebens nicht mehr froh? Fress Shotgun und stipp im Feuer. Nö! Er ist jetzt traurig und tot. Nein, wo ist meine Shotgun? Oh shit. Zack. Dun, dun, dun. Wo ist der zweite? Au. Au. So. Na komm, werf den scheiß Roboter ab, damit ich ihn abknallen kann. Bam 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 bam. Yo. Ha, gewonnen. Geht doch, fucking finally. Diese Medipacks beanstande ich für mich. Zusammen mit diesen Handgranaten. Dich will keiner haben, du bist ruhig. Denkst du, du hast den Ninja, wa? Dein Spitzname ist nicht der Ninja. Au, au! Wo kam das her? Ach, ihr seid hier drin. Licht aus. Haha, ich hab eine Taschenlampe. Die haben Nachtsichtgeräte, das ist so nicht fair. Dum, 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 dum.
Jo, das läuft alles bestens. Die Soldaten des Feindes sterben. Die Cafeteria hat schlechtes Essen und der Kaffee ist kalt. Und der Typ ist tot. Und das war die Erkenntnis des heutigen Tages. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein oder wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.